Jetzt warten wir wieder, dass der Stream bei Twitch ankommt. Na, ich kann das noch nicht. Ich muss erst die Tastatur weg haben. Jetzt zuschauen. Jetzt zuschauen. Bin ich zu hören? Gut. Ich sehe gerade, ich mache heute Product Placement. Ach, mir ist gerade was eingefallen. Das muss ich mir hier nochmal kurz angucken. Es geht dann gleich los. Haben die Leute noch Zeit, die das jetzt sehen, dass die das über Twitter mitkriegen oder über irgendeine andere? So, wo ist denn mein OBS? Da ist mein OBS. Jetzt habe ich Frosch im Hals. So. Eine kleine Ecke Tastatur. So. Irgendwie kriege ich da ein bisschen wenig Licht. Machen wir hier. Ah, guck mal. Machen wir da ein bisschen mehr Licht. Licht. So. Wo ist mein Lesezeichen? Da ist mein Lesezeichen. Vielleicht kann ich das ja so. Ich kann ja auf der Anleitung bauen. Bauen wir auf der Anleitung. Gut, bin ich da wirklich stehen geblieben? Gucken. Ja, da bin ich stehen geblieben. Gut, dann wollen wir mal. Kann sein, dass ich akut aufhören muss. Ich habe heute noch Fahrdienst. Und der Fahrdienst könnte dazu führen, dass ich hier schlagartig verschwinden muss. So. Auch nicht schlecht. Zwei Achsen stoßen aufeinander, sind aber nicht miteinander verbunden. Zwei. Rollt das hier weg. Ich. Falls ihr euch wundert, dass ich heute ein bisschen ruhiger bin, ich höre Podcast. Weil passiert ja meistens hier nicht so viel im Chat. Deswegen habe ich mir erlaubt, Podcast anzumachen. Weil es ist Freitag. Und Freitag ist Wochendämmerung angesagt. Drei. Dreierlüfter. Gut. Guck mal, könnt ihr sogar die Anleitung sehen, während ich baue. Das ist doch auch schön. Oh, 5,5.
Ach, jetzt mache ich schon wieder falsche Reihenfolge. Das, ne, ich habe damit angefangen, damit hätte ich anfangen müssen. Gut, wir haben wieder einen von diesen schwarzen. Gut. Das letzte beige Zahnrad. Gucken. Hier dreht sich schon mal alles wie Sau. Gelb. Nein, die großen. Oder einer von den großen. Nee, Moment, 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 Moment. Fällt gerade ein, vielleicht sollte ich mir mal selber folgen mit irgendeinem Account, damit ich das mal besser mitkriege. Aber wie gesagt, Stream läuft. Na, Kaderngelenke. Legen wir das wieder zur Seite. Kleines Déjà-vu. Hier muss noch eine sein. Ah, Westkirchen, Andi, du bist wieder da. Das ist schön. Bin ich hier nicht ganz alleine. Das ist schön. So. Das ist wieder alles relativ symmetrisch hier. So, und dann kommt da schön symmetrisch. Interessant. So, wo hatte ich das hingelegt? Das hatte ich da hingelegt. Zack. Interessant. Das ist ja auch wieder eine Konstruktion hier. Also, ne, der dreht den und das dreht den aus. Und das ganze Gedöns wird jetzt hier irgendwo da. So, das heißt, wir haben, ne, so, wir bauen ja hier die ganzen Zahnräder, die irgendwelche Mechanik. Achso, welcher war das? Das war der Hinterachsanheber. Und das ist der Turmdreher. Das könnte jetzt der Armausleger sein, weil er auf beide Seiten geht. Na gut. Moment. Ach, guck mal. Hätte ich beinahe wieder was vergessen. Zack. Zack. So, jetzt.
Ja. Der letzte. Das letzte Rechteck. Der letzte davon. Wo? Da. Muss mal gucken, eigentlich könnte ich hier schon mal wieder Sachen verteilen. Zum Beispiel könnte ich euch. Na. Ja, so, nur ein bisschen Teile verlegen. Das Ding wird gleich angebaut. Du kommst jetzt. Ah, Mist. So, da sind nämlich Pins da drauf und da. Gefällt. So, ein, zwei, vier, sechs, neun. Da drauf. Ein blauer. Ach so, drehen. Okay, das machen wir nur auf einer Seite. Du kommst. Ah. Kleines Zahnrad. So. Gut, das Zahnrad. So, was bauen wir denn jetzt für eine lange Geschichte? Das wird ja hier. Das wird jetzt aber eine lange Geschichte. Also, ne, ich habe jetzt hier, ich drehe hier hinten. Das geht, ist aber eine lange Strecke. So. Dahin. Noch so eine 5,5.
Jetzt haben wir hier sowas. Das ist cool. Das ist echt abgefahren, weil jetzt kann ich hier drehen. Ne? Das geht auf das graue Zahnrad, auf das Beigezahnrad, auf das schwarze Zahnrad, auf das Beigezahnrad und geht bis hier vorne. So. So, ihr kommt jetzt mal dahin, dahin. Hier nur noch die großen. So. So, und ihr? Ah. Stabil. Oh, wir bauen wieder so was Langes. 7. Ach, das Ganze zweimal. Zweimal. Und wieder zwei kleine Zahnräder. Das wird ja wieder. Ach, wie. Ja, aber wie weit? Also wirklich. Bisschen wackelig. Das ist nicht euer Ernst. Das ist, Moment. Ah, Moment. Ah, es ist nicht auf beiden Seiten gleich. Ach so, jetzt wird's klar. Ich muss hier mein Messenger im Auge behalten. So, so. Also, nur auch ich, eine Achse und es dreht sich hier diese ganze Schose. Was das für ein Teil ist? Meinst du jenes hier? Jetzt muss ich ein bisschen warten, wegen Leck.
Also das war ja nur ein normaler Konnektor. Und das ist halt so eine Art Kardan, einen Schritt weiter. Das hier. Das ist das Gegenstück zu dem eben. Das ist hier, das ist, also es gibt ja, wo habe ich die hingetan? Ach, da sind sie. Es gibt ja diese Kardangelenke. Ne? Das sind so fertige, um so eine Achsbewegung so ein bisschen um die Ecke zu leiten. Und das hier, ich baue das nochmal ab, das ist ungefähr, pling, das ist ungefähr das Gleiche. Ne? Du, nur du kriegst es quasi in zwei Teilen geliefert. Der, der, werden so zusammengesteckt und ist auch ein, ja, auch ein Kardangelenk. Du kannst also auch eine Drehbewegung, du kannst eine Drehbewegung auch so ein bisschen um die Ecke. Ich kenne das normalerweise Antriebsräder oder Radaufhängung. Also wenn du eine Radaufhängung hast mit Federung oder Lenkung, dann sind die oft dazwischen. Da benutzt man in der Regel keine Kardangelenke, sondern die hier. Also ist eigentlich eine Art Kardangelenk mit gleich ein Stück Achse dran. Und das kommt hier drauf, weil ich mir versuche, das vermute, dass hier die Bewegung so ein bisschen ja, geknickt werden soll. Genau. Ja, es ist immer tückisch mit dem Leck. Das, bis ich, ich muss ja, wenn ich sehe, aber gut, hat ja geklappt, das freut mich. So, sind das die Großen? Das sind die Großen. Und ich habe das Video immer noch nicht wieder nochmal geguckt, aber ich glaube, die Dinger sind, das sieht man hier, das sind die mit, ne, Pinholes im 90-Grad-Winkel. Die habe ich bei anderen Technik-Sachen, also von anderen Herstellern, schon in allen Farben und Formen und Größen gesehen. Aber ich glaube, bei Lego sind die noch nicht so verbreitet. Nee. Ach so. Zack, zack. Gut. Jetzt kommen wir zu den hier. Reibungslos. Ah, deshalb, weil Zahnrad drauf. Von der langen Seite. Also das ist dieser Frictionless-Pin so, und das rote Zahnrad rollt da halt so drumherum. Und jetzt habe ich eine, hatte ich mir einen hingelegt. Schon wieder diese kleinen, ich habe immer noch so viele von diesen kleinst gewinkelten. Grau? Ach da. Grau gefüllt mit. Na. Ihr geht jetzt mal dahin, weil ich habe genug neue Fächer. Blau. So.
Ach so, ich soll jetzt den da dran und dann klapp. Und nach dem Klappen. Ja. Zack, zack. Und du kommst. Knack. Das war deutlich. Hallo? War dir das, liebe Kamera, war das, bist du wieder überfordert? Hallo? Gut. Ich muss mal kurz zur Maus greifen. Ah, sie hat sich wieder eingefangen. Ihr seht meine Hände, sie drehen sich, sie bewegen sich. Wunderbar. Ja, das ist, wenn man sein Handy als Kamera benutzt. Gut. So. Quer. Quer. Ich bin auf der falschen Ebene. Da muss ich hin. Darf ich den runterdrücken? Die sind da. Verteilen die Teile noch mal ein bisschen. Gut. Also er bildet die beiden. Ach so, hier könntet ihr vielleicht auch mal ein Pfeil hinmachen oder irgendwie sowas. Nicht einfach so plopp. Ein 7er Liftarm. So. Und ach da, Moment. Perspektive. So. Ich finde es echt abgefahren. Ne? Ich drehe hier, ich drehe da,
Wenn ich hier drehe, dreht sich hier vorne alles wie wild. Wahnsinn. Wahnsinn. Wo sind wir hier eigentlich? Da sind wir. Aktuator. So. Ich soll so ein bisschen. Ja. Also es ist echt so vom Bauen her echt macht Spaß. Auch mal Sachen, die ich so noch nicht hatte. Ne? Und ich hätte auch nicht gedacht, dass da auch so viel Mechanik drin ist. Aber ist ja klar, für die Features, die das Ding hat, muss es zwangsweise auch Aktuatoren haben. Moment. So. Ach so. Ja. Ach Leute. Ich brauche einen vernünftigen Bauplatz hier. Ja, ich bin echt am Überlegen. Wie gesagt, das mit den Aufklebern werde ich mir ganz, 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 ganz zum Schluss überlegen, ob ich die nun wirklich brauche für die Bedienung oder ob ich sage, das kann man auch durch im schlimmsten Fall. So. Ich weiß nicht, wie weit. Ich habe keine Ahnung, wie weit. Moment. Ah ja. Alles klar. Alles klar, alles klar. Aber wir machen wir jetzt mal woanders weiter. So. Vier. Liftarme. Aufspannt. Jetzt kommen nämlich die Dinge, die man normalerweise in Blau kennt, in Beige, sprich ohne Ridges. So, auch so. So, und du? Jetzt wird es etwas unübersichtlich. Also, der Pin geht nirgendwo rein. Ach, da unten. Da unten. Kann man leider nicht sehen.
So, Moment, Moment, Moment. Also, das ist wieder so ein Fall, dass die Teile nicht da so bleiben in der Position, wie sie laut Anleitung sein sollen. Okay, das muss man so akzeptieren. So. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles so richtig ist. So, das ist jetzt ganz wichtig, dass die Aktuatoren beide. Ja, das sieht gut aus. Weil sonst ist es nachher alles krumm und schief. So, und jetzt kommt. So. Noch kann ich hier manipulieren. So, und jetzt baue ich, glaube ich, nochmal. Ja, nochmal das Gleiche. Bing. Bong. Es leert sich ja auch langsam. Nein, warum? Alles wabbelig. Ui. Ein 15er. Ah, wie soll ich jetzt nach oben klappen? Das sieht ganz gut aus. Was kommt jetzt? Ah, wir bauen uns. Jetzt kommen Noppen ins Spiel. Na, kommt da raus. 4, 2. Füße. Die kommen jetzt. Na. In den oberen.
Da muss irgendwie dringend mal was drauf, dass es nicht wegrutscht. So. Zack. Falsch. Das Ganze noch mal spiegelverkehrt. Oh nee, ich möchte jetzt eigentlich nicht die Sponsoren hören. Aber ich komme im Moment so schlecht an meine Maus ran. So. Nein, nein, nein. Gut, 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 gut. So. Wo kommt ihr rein? Ach. Oh, das wird lustig, das sehe ich jetzt schon. Das war einfach. Irgendwie. Ja. So, zweimal. Da soll man wieder so ein bisschen ungefähr. Jetzt kommen, ich dachte schon, wann kommen die denn mal? Kadan. Kadan. Es leert sich. So. Ah, nee, der soll nach außen. Was soll ich denn noch alles gleichzeitig ein? Ah, jetzt löst sich auf, was es mit diesen. Nee, so. Jetzt ist. Oh. Du daran,
oder so. Na? Siehst du, Andi? Jetzt haben sie da die normalen Kardangelenke und hier diese andere Art von Kardangelenk. Und wenn ich jetzt hier drehe, dann, ne, gehen hier die Aktuatoren. Ja, ich habe es hingekriegt, dass die wirklich parallel sind. Cool. Gut, aber die beiden haben noch keine Funktion. Ich habe Besuch. Yep. Hi. Oh, habe ich nicht gesehen. Gut, dann muss ich hier kurz. Bist du komplett abreisebereit? Gut. Ja. Irgendwie habe ich hier. Wahrscheinlich hat mein Handy das nicht mitgekriegt. Gut, dann muss ich hier abbrechen. Mal sehen, wenn wir weitermachen. Ciao.